Es ist ein schwarzer Tag. Galeria Karstadt Kaufhof schließt 52 Warenhäuser. Ein bitterer Schlag für die Innenstädte. Doch diese Kaufhauskette eröffnet in Deutschland jede Woche zwei neue Läden. Wie kann das sein? Was machen die anders als andere? Bei Deconstructed zerlegen wir das Unternehmen in seine Schnäppchen-Einzelteile. Die Kaufhauskette betreibt derzeit über 570 Warenhäuser in Deutschland. Das sind, Stand jetzt, über viermal so viele wie Galeria Kaufhof Karstadt. Momentan sind sie die am stärksten wachsende Handelskette in Deutschland. Allein in diesem Jahr eröffnet der Konzern 100 neue Kaufhäuser. Das sind zwei Filialen pro Woche. Wie geht das in diesen schwierigen Zeiten? Wir reisen nach Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein. Auf dem Marktplatz herrscht Volksfeststimmung. In wenigen Minuten eröffnet hier ein neues Kaufhaus, aber kein Karstadt, sondern ein Woolworths. Das letzte war richtig, denn es wird englisch ausgesprochen. Woolworth. Denn ursprünglich kommt das Unternehmen aus den USA. 1879 eröffnet der Farmersohn Frank Winfried Woolworth dort den ersten Laden. Die Besonderheit, alles wird für einen Preis von 5 bzw. 10 Cent verkauft. Er gilt als Erfinder des Schnäppchenkonzepts. Damit ist Winfried so erfolgreich, dass er Multimillionär wird. Er baut das damals größte Gebäude der Welt, das Woolworth Building in New York. Die Leute hier vor der Tür wissen bestimmt, was man von diesem Geschäft erwarten kann, oder? Ja, eher günstig, ne? So ähnlich wie Kicks, denke ich mal. Ich finde, es ist ein kleines Kaufhaus, was man früher so hatte. Was gibt's hier so? Ja, alles. Günstig? Alles? Wie früher? Das neue Geschäft soll Schwung in den Einzelhandel bringen. Denn auch in Bad Oldesloe gibt es Leerstand in der Innenstadt. Für den Bürgermeister bricht heute eine neue Zeitrechnung an. Im Moment scheint offensichtlich die Tendenz eher die zu sein, dass günstigere Läden eben den Markt beherrschen. Das muss man so hinnehmen. Aber man muss ja auch zur Kenntnis nehmen, dass die Menschen letztendlich mit den Füßen abstimmen. Und viele Füße stürmen heute in das neue Kaufhaus. Wir sehen uns um. Das Angebot ist riesig. Bilderrahmen, Wasserpistolen, Hundesnacks, Fahrradhelme, Kunstblumen und. 8000 Artikel umfasst das Sortiment in jeder Filiale. Das ist mehr als bei Lidl, Aldi und Penny zusammen. Fast die Hälfte des Sortiments, 48%, sind Bekleidung und Textilien. Dazu kommen 12% Haushaltswaren und 11% Heimwerkerbedarf. Weitere 11% sind Schreib- und Spielwaren. Dekorationsartikel machen 10% aus und 8% sind Kleinsortiment wie Partyzubehör und Geschenkpapier. Wir sind tatsächlich schon noch jemand, der so Lücken schließt in Innenstädten, der gerade für auch größere Flächen in 1A-Lagen, in Innenstadtlagen, ein Konzept haben. Wie dieses Konzept konkreter aussieht, wollen wir in der Deutschlandzentrale in Unna erfahren. Dort treffen wir den Unternehmenssprecher Roland Rissel. 550 Mitarbeiter arbeiten hier. Nebenan in der Logistik nochmal 180. 300 Lkw kommen und verlassen täglich dieses Lager. An den Kartons können wir schon erahnen, woher die Ware kommt. Wie andere Unternehmen auch, lassen wir einen Großteil der Textilien in asiatischen Ländern produzieren. Bei uns sind die Preise aber nicht günstig, weil wir an Qualität oder an Sicherheit sparen, sondern da macht es tatsächlich einmal die Menge und dass wir zu 90% Eigenmarken verkaufen. Der Zwischenhändler fällt weg und man nutzt ein eigenes, meist einfaches Design. Alles wird in Eigenregie produziert. Das spart bis zu 30% ein. Bei unseren Recherchen haben wir festgestellt, dass Woolworth keinen Online-Shop hat. Besteht da noch Nachholbedarf? Onlinehandel spielt bei uns im Moment in der Planung überhaupt gar keine Rolle. Wir konzentrieren uns zu 100% auf den stationären Einzelhandel. Diesen Fokus haben andere Warenhäuser nicht und investierten in der Vergangenheit parallel in Online-Shops. Bei Galeria Kaufhof lief es online so schlecht, dass die Verluste sogar für die Gesamtmisere des Konzerns mitverantwortlich sind. Woolworth bleibt beim Filialbetrieb.
Und diesen gibt es in Deutschland bereits seit 1927. Da eröffnet das erste Kaufhaus in Bremen. Bis in die 90er ist das Konzept auch hier sehr erfolgreich. Doch dann gerät Woolworth in Schieflage und muss alle Kaufhäuser in den USA schließen. 2009 folgt der Insolvenzantrag in Deutschland. Doch die deutschen Filialen können im Gegensatz zu den amerikanischen gerettet werden und sind seitdem sehr erfolgreich. Es gibt das Kaufhaus also weltweit nur noch in Deutschland. Vor allem auch deshalb, weil sie dorthin gehen, wohin sich andere große Kaufhäuser nicht trauen. Gewerbegebiet, Stadtrand oder Einkaufszentrum. Seit 2 Jahren gibt es zudem eine Kooperation mit Deutschlands größter Immobilienplattform. Woolworth bekommt die Gewerbeangebote vorab, bevor sie veröffentlicht werden. Ist man fündig geworden, geht es in die Verhandlung. Das ist unter anderem eine der Herausforderungen in der Expansion, auf Eigentümer und Vermieter einzuwirken, die nun mal Mietvorstellungen haben, die auf der Vergangenheit basieren. Sprich, einfach nicht dem Preisniveau mehr entsprechen. Mietpreise drücken und eine intensive Suche nach Mietobjekten. Nur so kann das Kaufhaus weiter wachsen. Der Hauptgrund für den Erfolg sind aber die unschlagbaren Preise. Ein Wasserkocher für 8 Euro oder ein Reisekoffer für 20 Euro. Das ist mehr als günstig. Was uns wundert, auch Markenprodukte sind hier zu finden. WMF-Besteck, Adidas Jogginghose oder Puma-Schuhe. Teilweise auch krasse Rabatte, so von knapp 80 Euro auf 40 Euro gesenkt. Diese Markenprodukte werden Zwischenhändlern abgekauft, die sich mit Preis oder Menge verkalkuliert haben. Woolworth erwirbt diese zu einem Bruchteil des Originalpreises. Markenware ist für uns ein Aktionsprodukt. Kommen die Leute eben gerne hin, holen sich diese Schnäppchen. Und wenn sie dann bei uns sind, dann geht eben der eigentliche Einkauf, der für uns relevant ist, erst los. Der Unternehmenssprecher möchte uns beweisen, dass trotz günstiger Preise auf Qualität Wert gelegt wird. In der internen Kontrollstelle gibt es einen Vorabcheck der Produkte. Wir haben auch Baumwolle. Das ist jetzt nicht so, dass bei uns bei Woolworth alles Polyester ist. Mhm. Wir haben auch hochwertige Qualitäten. Die sind dann aber vom Material her ein bisschen dünner. Ein Trick, der die Textilien noch günstiger im Einkauf macht. Wenn schließlich Maße, Qualität und Stoffgewicht stimmen, geht die Bestellung an den Produzenten raus. Also der Test ist doch dann sehr oberflächlich, oder? Wir kontrollieren hier natürlich jetzt nicht jedes einzelne Produkt, was wir in den Verkauf geben, sondern wir arbeiten mit Stichproben, die rausgezogen werden aus dieser Musterwarenanlieferung. So eine Stichprobe nehmen wir uns auch mit aus der Filiale, um die Qualität selbst zu checken. Wir entscheiden uns für ein weißes Basic-Shirt für nur 3 Euro und eine Allwetterjacke für Kinder. Bei der ist unsere Redakteurin sprachlos. 1 Euro hat vorher irgendwie mal 20 gekostet, scheint irgendwie ein Sonderangebot zu sein, aber der Preis ist krass. Was kann man bei diesen Kampfpreisen überhaupt erwarten? Das will Luisa Möller für uns herausfinden. Die 28-Jährige ist YouTuberin und nimmt seit über 5 Jahren Mode und Fashion in ihren Videos genauer unter die Lupe. Zuerst sieht sie sich die Kinderjacke an. Also was an der Jacke am meisten auffällt, sind halt die Fäden, die überall rausschauen. Aber ja, man kann die dann natürlich selber abschneiden oder vernähen. Positiv ist, dass die Reißverschlüsse aus Metall und nicht aus Plastik sind. Das bedeutet, sie halten länger. Luisa checkt, wie die Jacke auf starken Wind reagiert. Hält sie dicht? Also man merkt hier schon, dass es so ein bisschen durchpfeift durch den Reißverschluss. Ein Plus gibt es für das eingenähte Namensschild. Und wie lautet das Fazit zu dem 1-Euro-Schnäppchen? Also insgesamt finde ich die Jacke eigentlich sehr solide. Und gerade jetzt im reduzierten Zustand kann man damit eigentlich nichts falsch machen. Zur Erinnerung, sie kostet nur 1 Euro. Der ursprüngliche Preis lag jedoch bei 20 Euro. Unser zweites Testprodukt ist dieses weiße Basic-Shirt für gerade mal 3 Euro. Dadurch, dass es 100% Baumwolle ist, fühlt man sich eigentlich direkt wohl in dem T-Shirt. Klar, wenn man jetzt sich so ein bisschen bewegt, ihr seht, sieht man so ein kleines bisschen mein Mikrofonkabel schon durch. Also ein bisschen dünn ist es natürlich. Wir waschen das Shirt 5-mal hintereinander.
Wird der dünne Stoff das überstehen? Man sieht jetzt schon, dass der Kragen anfängt auszuleiern. Auch die Nähte sind nicht so gut verarbeitet wie bei einem hochwertigen Shirt. Dennoch scheint Luisa zufrieden zu sein. Der Cost per Wear ist natürlich mega. Wenn du den Preis des T-Shirts teilst durch die Anzahl, wie häufig du den Artikel getragen hast, sind das bei einem T-Shirt für 3 Euro bei 100 Mal tragen schon nur noch 3 Cent. Das ist natürlich wahnsinnig kosteneffektiv für deinen Kleiderschrank, aber natürlich vielleicht nicht besonders nachhaltig. Das Fazit: Die Mode ist günstig, aber nicht immer von guter Qualität. Unsere Kaufempfehlung allgemein: Markenprodukte zum Schnäppchenpreis. Auch bei den vielen Kleinstartikeln kann man nicht viel falsch machen. Der Unternehmenssprecher nimmt uns mit in die Kantine. Hier sieht alles nach einem modernen, hippen Unternehmen aus. Gesundes Essen, geregelte Arbeitszeiten und scheinbar zufriedene Mitarbeiter. Doch wie sieht das an der Basis, also im Laden, aus? Unsere Redakteurin recherchiert in den 3 größten Arbeitgeberbewertungsportalen. 9.500 Angestellte hat Woolworth. Wie beurteilen die ihr Unternehmen? Auf allen Portalen, die ich mir jetzt angeschaut habe, wird das Unternehmen nur mit 2,5 von 5 Sternen bewertet. Das ist also nur befriedigend. Und vor allem die Mitarbeiter im Verkauf bzw. die im Laden arbeiten, beschweren sich über das Unternehmen. Zum Beispiel kritisieren die unbezahlten Überstunden oder auch generell die schlechte Bezahlung. Ein Beispiel: Du wirst leider viel mehr leisten müssen, als abgesprochen war. Du wirst nach Mindestlohn ohne irgendwelche Extras bezahlt und Schichtsystem ohne Zuschläge. Wir kontaktieren eine ehemalige Mitarbeiterin und treffen uns mit ihr. Sie möchte uns ihre eigene Geschichte erzählen. 3 Jahre macht sie eine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau in einer Berliner Filiale. Der Schock danach: Der Arbeitgeber bietet ihr nur so viel Gehalt an wie einer Aushilfe. Das war der Mindestlohn auf jeden Fall. Es war zu viel Arbeit für zu wenig Geld. Definitiv. Sie bestätigt: Es gab kein Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Obwohl die Angestellte bereits in ihrer Ausbildung viel Verantwortung in ihrer Filiale hatte, entsprach das Jobangebot nicht ihren Vorstellungen. Ich wurde auch nur für 6 Stunden eingestellt. Sie wollten halt keine Vollzeitkräfte mehr haben. Sie wollten schnell austauschbare Leute haben. Und ja, das wollte ich nicht mitmachen. Scheinbar geht der Erfolg des Unternehmens auch zu Lasten der Arbeitsbedingungen. Beruht der Erfolg des Unternehmens denn darauf, dass die Bezahlung nur Mindestlohn beträgt? Dadurch, dass wir an vielen Stellen günstiger sind als andere Unternehmen, sowohl beim Personal, aber auch bei den Produkten, ergibt sich für uns den Vorteil, dass wir viel stärker wachsen können als die Konkurrenz. Ziel ist, möglichst schnell viele Marktanteile zu erobern. Die Zahlen: 2020/21 macht das Unternehmen einen Umsatz von 463 Millionen Euro. Jedoch bleiben am Ende 7,7 Millionen Euro Verlust. Wie kann das sein? Unsere Expansionsstrategie setzt mehr auf Investitionen als auf Gewinn. Daher ist das gesunde Wachstum bei uns an erster Stelle. Bedeutet, alles wird in die Expansion reinvestiert. Das birgt ein gewisses Risiko, ist aber momentan ein Erfolgsgarant des Unternehmens. Das Kaufhaus will flächendeckend der größte deutsche Nahversorger werden. Und dies auch im Ausland. Am 5. Mai eröffnet der erste Markt in Polen. Unser Fazit: Woolworth bereichert das Warenangebot in meist kleinen Städten. Dort, wo sich ein großes Kaufhaus nicht mehr lohnt. Das geht vor allem bei Mode zulasten der Qualität sowie der Löhne der Mitarbeiter. Das Unternehmen setzt darauf, dass sich seine Niedrigpreisstrategie gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bewährt.